Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, wir feiern in dieser Weihnachtsoktav einige sehr herausragende Heiligenfeste. Man kann sich fragen, wie passt das in die Weihnachtsoktav? In der Osteroktav, in der Pfingstoktav ist es auch nicht üblich, große Heiligenfeste zu feiern. Aber in der Weihnachtsoktav, da gleich am Tag nach Weihnachten, trägt die Kirche die rote Farbe der Märtyrer und feiert den heiligen Stephanus, den ersten Märtyrer der Christenheit. Gestern stand eben das neugeborene Kind in der Krippe, der Friedenskönig im Vordergrund. Heute aber ist dieses Kind auf einmal nicht mehr das nur Austeilende, das nur Begnadende, das nur schenkende Kind, sondern heute wandelt sich dieses Kind, Jesus Christus. Es beginnt zu fordern. Wir Christen, wir sind von Jesus gefordert. Ein jeder von uns ist gefordert. Und das ist das, was wir heute zutiefst lernen können und mitnehmen sollen. Wir bekommen von Jesus, vom Christkind, das in der Krippe liegt, wir bekommen alles. Aber dieses Kind fordert von uns. Dieses Kind fordert von uns, dass wir wirklich ein christliches Leben leben. 100%, 24 Stunden am Tag. Nicht nur ein bisschen, wenn eine schöne Zeit ist oder wenn es uns gut geht oder bei der einen oder anderen katholischen Feierlichkeit, dass man dann ein christliches Leben zur Schau stellt, sondern dieses Christkind, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch selbst, ist ein forderndes Kind. Wir sehen das Jesuskind in der Armut des Stalles von Bethlehem. Wir haben das gestern zutiefst betrachtet. Wir haben auf den heiligen Franziskus auch geblickt, auf die erste Krippe, die vor 800 Jahren entstanden ist. Und heute sehen wir das Christkind, das von uns Glauben verlangt, das von uns die freie Entscheidung verlangt und das auch die Scheidung der Geister verlangt. Der heilige Stephanus, der erste Blutzeuge der Urkirche, zeigt in einer sehr klaren Weise, wie wir letztlich alle auf diese Forderung des göttlichen Kindes antworten müssen, nämlich mit einem eindeutig klaren, mit einem eindeutigen mutigen und mit einem eindeutigen unerschütterlichen Glauben, komme, was auch immer kommen möge, in unserem persönlichen Leben, in der Kirche und in der Welt. Und es geht eben im höchsten Falle, wie beim heiligen Stephanus, bis zum Martyrium. Das ist letztlich von uns allen gefordert. Wir alle sollen ein christliches Leben so führen, so aus dem Glauben führen, dass wir im Fall der Fälle, was natürlich nicht der gewöhnliche Weg des Christen ist, das muss man auch immer unterstreichen, aber falls eine Zeit käme, falls eine Situation käme, dann müssen wir dazu bereit sein, aus dem Glauben heraus für Christus auch das Leben zu geben, bis zum Blutvergießen. Und darum feiert die Kirche gleich heute den heiligen Stephanus, den ersten Märtyrer der Christenheit, um uns gleich das volle Programm zu geben. Jesus, der Retter, ist da, haben wir gestern gesungen, aber Jesus, der Retter, fordert von uns, dass wir glauben, dass wir im Glauben auch wachsen,
Tag für Tag unseres Lebens. Und wir sehen bei Stephanus diesen klaren, mutigen, so unerschütterlichen Glauben. Dieser Glaube hat sich bei ihm in einem mutigen Bekenntnis des Glaubens, in einem opferbereiten Leben aus dem Glauben und in einem heldenhaften Sterben für den Glauben an Christus geoffenbart. Opferbereit müssen wir sein. Wir müssen Menschen sein, die mutig den Glauben bekennen, gelegen oder ungelegen, in der Familie, im Beruf, dort, wo uns Gott hingestellt hat. Freilich, immer auf kluge Weise, wie es angebracht ist. Aber dieses Bekenntnis muss erfolgen. Wenn Sie 20 Jahre am selben Arbeitsplatz sind und Ihre Arbeitskollegen merken nicht, dass Sie Katholiken sind, ja, dann stimmt etwas nicht mit Ihnen. Dann haben Sie den Glauben womöglich verleugnet. Die Menschen, die mit Ihnen, die mit uns allen zusammenleben, die müssen merken, durch unser Verhalten, dass wir Christen sind, dass wir Katholiken sind, dass wir Gläubige sind, dass wir zutiefst gläubige Menschen sind. Und wir sehen, dazu braucht es auch, und das lernen wir vom heiligen Stephanus, diese Opferbereitschaft. Der heilige Stephanus ist der Erste, der eben das Blut für Christus vergossen hat, der Proto-Märtyrer der heiligen Kirche und darum auch einer der ganz, ganz großen Heiligen unserer Kirche. Er ist der alte Diözesanpatron von Passau, wo wir ja auch dazugehören, der Patron der Domkirche in Passau und Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, das war ja alles eins. Und darum auch der Wiener Stephansdom ist auch dem ersten Märtyrer der Christenheit geweiht. Ja, diesen opferbereiten Glauben, dieses heldenhafte Leben des heiligen Stephanus, das ist nicht zeitgemäß für die Christen unserer Tage. Aber das ist eigentlich das, was von uns allen gefordert ist. Den Glauben mutig zu bekennen. Das tun ohne Zweifel nur sehr wenige. Aber das wäre ja gerade das, was das Christentum fruchtbar macht in der Gesellschaft. Wenn die Christen ein christliches Leben führen, ein gutes christliches Leben führen, ohne Absonderlichkeiten, ohne Seltsamkeiten. Wir brauchen kein großes Kreuz uns aufhängen, um Christen zu sein. Es muss unser Leben sein, wo wir zeigen, dass wir Christen sind. Unser Leben aus dem Glauben und unser sittliches Leben. Wir brauchen keine Abzeichen, um zu zeigen, dass wir Christen sind. Das ist nicht notwendig. Das ist sogar manchmal sonderbar. Da stellt man sich in irgendeine Ecke, die nicht notwendig ist. Nein, aber ein konsequent christliches Leben, das die Familie, die Mitmenschen, das sehen, das ist ein Mensch, der betet. Der nimmt sich jeden Tag gewisse Zeiten zum Gebet, wenigstens in der Früh und am Abend. Der betet den Engel des Herrn dreimal am Tag. Da unterbricht er bewusst die Arbeit für eine Minute und betet. Der geht am Sonntag in die Messe und wenn immer er kann, auch werktags. Und das ist ein Herzensanliegen, die heilige Messe. Das ist die große Kraftquelle für ihn. Ja, das sollen die anderen sehen. Der heilige Rosenkranz. Alles, was eben ein normales christliches Leben in der Frömmigkeit ausmacht. Aber dann natürlich das sittliche Leben. Und da unterscheiden wir uns natürlich von allem, was unsittlich ist in der Gesellschaft. Da steht man dann vor so mancher Grenze, die man als Christ nicht überschreitet. Man kann nicht alles mitmachen. Man muss sich daran gewöhnen, Nein zu sagen zu vielem. Und das sehen natürlich die Mitmenschen. Und vor allem dann das tugendhafte Leben. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Und hier sollen wir auch durchaus
manchmal heroisch agieren. Der tugendhafte Mensch ist der, der leuchtet, der strahlt, der wirklich das Christentum in der Gesellschaft hell zum Aufstrahlen bringt, der ein froher Mensch ist, der ein sorgfältiger Mensch ist, der ein fleißiger Mensch ist, der gut arbeitet, ja, der liebenswürdig ist, der höflich ist und so weiter, der demütig ist. Man könnte ganz viele Tugenden aufzählen, natürlich an der Spitze die Kardinaltugenden und dann natürlich die theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Ein Christ, der beim Beten oft vorgefunden wird, aber nicht tugendhaft ist, immer zornig ist, immer verbittert dreinschaut, das ist kein echter Christ. Und das sehen wir zutiefst auch beim heiligen Stephanus. Er ist wirklich ganz durchdrungen, sodass er auch sofort verzeiht. Denen, die ihn steinigen, den Anhängern des Saulus auch. Sofort sagt er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Sehen Sie, das ist die Größe, die wir aufbringen müssen. Immer. Nicht nur in einer solch extremen Situation, wo es um Leben und Tod geht, sondern immer, immer sofort von Herzen verzeihen. Wenn ich das noch nicht kann, dann habe ich noch viel zu kämpfen in meinem inneren Leben, bis es erreicht wird. Wenn mich meine Mitmenschen geistig steinigen, dann diese Bereitschaft auch des heiligen Stephanus zu haben. Immer sofort voller Liebe zu sein, Freude auszustrahlen und eben auch das zu sagen manchmal. Ich verzeihe dir sehr gerne, macht nichts, geh mal weiter. Das ist christliches Leben. Und nicht dieses verbissene, verbitterte, gar nicht echt christliche Leben, wo es nur wenig Tugenden gibt. Und da muss man sich auch immer wieder prüfen. Und der heilige Stephanus ist da wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild. Er war so mutig. Er war voller Beredsamkeit und Weisheit, die ihm natürlich der liebe Gott auch eingegeben hat. Gott schenkt uns auch unendlich viele Gnaden, um immer wieder den Glauben zu bekennen. Aber wir müssen unsererseits eben auch diese Bewegung antreten, hin auf Gott und eben wie der heilige Stephanus, hin im Bekenntnis des wahren katholischen Glaubens. Die Gegner, die sind gereizt worden bis zum Äußersten beim heiligen Stephanus. Aber sein ganzes Leben war eben der Beweis auch für die Echtheit seiner Predigt, für die Echtheit seiner Worte. Und bei den Märtyrern sehen wir in besonderer Weise die Tugend des Starkmutes, wo es immer ein Durchhalten gibt und auch immer ein Angreifen gibt. Ja, im Sinne auch des Bekenntnisses der Wahrheit. Und das ist das, was der Christ gerade auch in unserer Zeit so sehr notwendig hat. Ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten der Kraft Gottes stehen. So haben wir es gehört in der Festmesse des heutigen Tages. Da sieht man wunderbar auch die Bedeutung des geistlichen Lebens, des inneren Lebens, durch unser Gebetsleben, durch die Betrachtung, durch alles, was zum geistlichen Leben dazugehört, durch die Anbetung des Jesuskindes, ja, die Jesuskind-Andacht in der Weihnachtszeit, auch die Andacht zum heiligsten Namen Jesu, das ist etwas so Großes und das sollen wir gut pflegen. Oft und oft die Krippe besuchen, das Jesuskind besuchen. Und da werden wir dann den Himmel offen sehen und auch Jesus sehen. Und diese Beschaulichkeit, es ist noch nicht die Schauung von Angesicht zu Angesicht natürlich, dann im Himmel, aber diese Beschaulichkeit hier auf Erden,
die wird uns alle Kraft geben, um ein gutes christliches Leben zu führen, um stark zu sein in den Schwierigkeiten dieses Lebens, in den Verfolgungen dieses Lebens, in den unblutigen Verfolgungen, die so zahlreich sind heute, aber auch, wenn es Gott will, einmal in einer blutigen Verfolgung. All das wird nicht ausbleiben, weiterhin in der Kirche. Es gehört wesentlich auch zur Kirche dazu. Zu allen Zeiten war es so, es ist in unserer Zeit so und es wird weiterhin auch sein, weil dieses Kind in der Krippe ein forderndes Kind ist. Jesus fordert von uns ein gläubiges Leben, ein echt christliches Leben, 24 Stunden am Tag, immer. So werden wir unser Ziel, die Vollkommenheit, die Heiligkeit erreichen, durch die Gnade Gottes. Gehen wir zur Krippe, eilen wir nach Bethlehem, heute in besonderer Weise mit dem heiligen Stephanus. Heiliger Stephanus, bitte für uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.